Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute wollen wir uns gleich drei Erfolge anschauen. Und zwar sind die alle drei bei dem Covenant der Nightfee. Und dementsprechend könnt ihr die auch nur mit dem Nightfee-Char absolvieren. Wo finden wir das Ganze? Und zwar einmal hier unter Erweiterungsfeatures und dann Paktsankten. Und dort wollen wir uns einmal den Erfolg sehr geistreich anschauen. Retter der göttlichen Geister. Und der letzte ist Geisterflüsterer. Für alle drei müsst ihr sehr ähnliche Dinge machen und die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Was sagt es hier? Sehr geistreich, dafür müssen wir brüht im Konservatorium der Königin jeweils eine Art von Geist aus. Dann bei Retter der göttlichen Geister müssen wir dasselbe machen, bloß einen göttlichen Geist ausbrüten. Und dann haben wir bei Geisterflüsterer selbiges, nur einen, müssen wir da einen oder jede Art von großen Geistern ausbrüten. Als allererstes solltet ihr wissen, ihr müsst euch quasi hier den Nightfee-Char basteln, dann in die Paktzentrale gehen, das ist das Herz des Waldes, und hier müssen wir ein Gebäude hochbauen. Und zwar ist es das Special-Gebäude hier, das Konservatorium der Königin. Dafür müsst ihr einiges an Anima ausgeben, als auch an Seelen, also da müsst ihr schon ein bisschen was rein investieren. Wenn ihr alle drei Achievements absolvieren wollt, müsst ihr das Gebäude Minimum auf 4 upgraden, weil erst ab 4 könnt ihr anscheinend die göttlichen Geister bekommen. Wie funktioniert das Ganze? Im Konservatorium der Königin ist es so, dass wir das Gebäude bauen und sobald wir das gebaut haben, haben wir im unteren Bereich unseres Paktsanktums einen kleinen Pilzkreis und mit diesem Pilzkreis können wir uns in eine zusätzliche Zone porten und in dieser zusätzlichen Zone können wir dementsprechend Geister in so Samen einpflanzen und dann wachsen da bestimmte Sachen raus und dann gibt es halt am Ende Loot. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir von jeder Art von Geister insgesamt einen einpflanzen und dementsprechend gibt es dann die Achievement. Es gibt 4 Arten, es gibt einmal einen pflichtbewussten Geist, dann gibt es einen kämpferischen Geist, einen ungezähmten Geist und einen stolzen Geist. Die repräsentieren dementsprechend einfach die 4 verschiedenen Zonen. Ja, deswegen haben sie auch die Farben von den Zonen. Und jetzt gibt es von diesen 4 Geistern immer eine grüne Version, eine blaue Version und eine epische Version. Am meisten kriegt man die blaue Version, die grüne und die epische, die sind ein bisschen seltener. So, wo kriegt man die blaue Version her? Die blaue Version bekommt man unter anderem, wenn ihr euren Tisch auch gebaut habt, seht ihr hier von Missionen, hier haben wir einen großen ungezähmten Geist drin, die können teilweise von Rares droppen, die gibt es teilweise aus der Daily abgesandten Quest raus, Berufung heißen die ja jetzt, also mit den Dingern werdet ihr eigentlich zugemüllt, außerdem könnt ihr hier im Konservatorium auch noch eine Quest freischalten, beziehungsweise mehrere Quests, da könnt ihr dann auch diese Geister rausbekommen. Von denen, die kriegt ihr erst nachgeschmissen. Ne? Also da, die blauen dürften kein Problem sein. Die grünen und epischen, die habe ich eine Weile lang selber nicht bekommen, weil ich mit diesem Twink hier nicht im Schlund unterwegs bin. Und dementsprechend bekommt man die da auch her. Die grünen bekommt ihr von diesen Daily Quests. Man kann jeden Tag, je nachdem wie viel Ruf man bei Venare hat, Daily Quests im Schlund abschließen. Und bei jeder von diesen Daily Quests habt ihr eine Chance, dass ihr, wenn ihr sie abschließt, einen grünen Geist quasi bekommt. Es gibt hier auch noch Rares bzw. Named Mobs. Diese Rares und Named Mobs, wenn ihr die umhaut hier im Schlund, haben auch eine Chance, euch einen von diesen 4 verschiedenen grünen Geistern zu droppen. Und dann haben wir noch die epischen Geister. Die epischen Geister, habe ich vorhin schon erwähnt, da solltet ihr euer Konservatorium der Königin auf 4 upgraden und dann hier die Weekly-Quests im Schlund machen. Venari gibt euch abhängig von eurem Ruf verschieden viele Weekly-Quests. Und diese, wenn ihr abschließt, habt ihr eine Chance, dass ihr, wenn dann einen epischen oder einen blauen oder 2 blaue bekommt. Ich habe jetzt relativ oft, wenn ich die gemacht habe, einen epischen und einen blauen bekommen. Das ist, scheint aber ein bisschen random zu sein. Die zweite Quelle, um diese epischen zu bekommen, soll die Geisterquest sein, also dass man 20 Geister retten muss hier aus dem Schlund. Ich habe da ehrlich gesagt nie aufgepasst, ob ich sie dadurch auch bekommen habe. Die Information habe ich von WoW Head, also ich vermute, dass das richtig sein wird, dass man dementsprechend da auch die epischen Geister bekommen kann. So, heißt, die blauen kriegt ihr über Missionen und alle möglichen Aktivitäten Shadowlands, da die 4 verschiedenen zu bekommen, sollte kein Problem sein. Hier für die grünen müsst ihr die Dailies machen und hier für die epischen, das sind die schwierigsten zu erhaltenen, müsst ihr die Weekly Quest bei Venari machen. Wenn ihr dann von jeder Art quasi eine habt, müsst ihr die hier einmal einpflanzen und dann, sobald ihr dann die Zeit abgewartet habt, müsstet ihr die verschiedenen Achievements kriegen. Wie gesagt, für Geisterflüsterer müsst ihr die blauen
ihr das einmal einpflanzen. Für sehr geistreich müsst ihr die Grünen alle einpflanzen und für dann Retter der göttlichen Geister die epischen. Es ist übrigens so, dass ihr hier umso größer ihr euer Konservatorium der Königin ausgebaut habt, umso mehr Slots gleichzeitig zur Verfügung habt. Wenn ihr einen Geist einpflanzt, dann dauert es im Normalfall 3 Tage. Dass ihr ihn aufmachen könnt, also nach genau 3 Tagen könnt ihr ihn aufmachen. Das wird euch übrigens hier auch angezeigt, wann der nächste quasi bereit ist. Ihr könnt das Ganze ein bisschen beschleunigen. Es gibt hier Katalysatoren, die um genau 1 Tag das Ganze beschleunigen. Heißt, wenn ihr so einen Slot habt, wo ihr 3 Katalysatorenfelder habt, die könnt ihr nämlich einfach hier so einsetzen, dann könnt ihr dementsprechend das Ganze jeweils um 1 Tag beschleunigen. Heißt, wenn es normalerweise 3 Tage dauert, könnt ihr das, ihr könnt es leider nicht auf 0 Minuten runter beschleunigen, aber ihr könnt es zumindest auf 1 Stunde dann runter beschleunigen, wenn ihr das wollt. Ich persönlich setze immer die epischen Katalysatoren ein, denn da wird der Loot, der drin ist, ein bisschen verbessert. Heißt, man bekommt, hat eine höhere Chance, einen Mount oder ein Transmog-Item rauszubekommen. Es gibt dann auch noch die blauen Katalysatoren, bei denen habt ihr dann eine Chance, mehr Materialien rauszubekommen. Soll jetzt aber hier nicht wirklich Teil des Videos sein. Heißt, wenn ihr nur die Achievements haben wollt, dann wären die Temporalblätter, die grünen, das Mittel der Wahl, um das Ganze einfach ein bisschen zu beschleunigen. Wichtige Information, wenn ihr das beschleunigen wollt, ihr müsst erst quasi die Katalysator hinbauen und dann den Samen reinmachen, nicht andersrum. Sobald ihr nämlich den Samen gesetzt habt, gelten die Katalysatoren, die vorher dran waren, für die komplette Laufzeit. Wenn ihr die da nachträglich ranmacht, hat das keine Auswirkung mehr. Also ihr müsst die definitiv vorher hinbasteln. Wichtig ist vielleicht auch noch, dass ihr über diese Weekly Quest hier zum Beispiel solche Katalysatoren bekommen könnt. Ihr könnt die aus Kisten von Rares rausbekommen. Aus der Weekly Quest gibt es da, oder aus den Daily Kisten gibt es da auch Katalysatoren, beziehungsweise ihr könnt die Katalysatoren auch pflanzen, indem ihr einfach hier die Grundsamen kauft und die dann in die, ja, hier in diese großen Samendinger einsetzt und dementsprechend könnt ihr dann auch euch selbst Katalysatoren züchten. Wenn ihr mit dem Char halbwegs aktiv spielt, müsst ihr das aber nicht machen. Ich bekomme von dem Zeug eigentlich weitaus genug. Okay, damit wären wir am Ende von dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein oder es noch Fragen geben, könnt ihr gerne noch Kommentare schreiben und nachfragen. Ich beantworte die immer gerne. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.